Jetzt hat sich die schöne Aussicht hochgegangen, schon allein, weil der Marcel Brothaus hat auch einen Raum da oben gehabt, in der Sammlung habe ich. Der Beuys hat einen Raum da oben gehabt und nicht alle wollten nach Darmstadt fahren und im Hessischen Landesmuseum zur selben Zeit die Sammlung Ströhr mit der Popper, die haben es alle schon gesehen gehabt, ja, weil die war ja schon seit 1970 dort. Und ich weiß gar nicht, wann das mit Kassel passiert ist. Das ist Jahre später gewesen, auf jeden Fall. Und da gab es auf einmal, da haben englische Händler, amerikanische Händler, französische, die haben dann alle irgendwie gewusst, aha, da waren von Polke die Bilder 1 und 1 ist 3 und so drin. Oder höhere Wesen befehlen, die Vitrine war da drin gestanden. Also heute alles sehr bekannte Werke. Der Gerhard Richter war natürlich auch mit drin. Also da ist es aus diesem Tante-Emma-Dasein der Kunsthändler in die überregionale Stufe gekommen, in Kassel und ein bisschen auch in Darmstadt. Ich durfte ja zum Beispiel, während wir die Sammlung Ströhr stellten, hat die Nationalgalerie verboten, dass ich dort Schönebeck und Baselitz mit ausstelle in der Sammlung, obwohl die in der Sammlung Ströhr drin waren. Ich habe so einen Katalog gemacht, den habe ich dir schon mal gezeigt. Du hast jetzt nur den Münchner Version gesehen, aber wenn die Berliner, ein Jahr später haben wir den Katalog gemacht, da durfte ich ja noch nicht einmal deutsche Gutenberg reinbringen. Ich habe es dann geschafft, weil der Palermo hieß. Also das muss man sich mal reinziehen, ja. Haben wir viele gemacht, Italiener. Und dann durfte ich die Sammlung Ströhr, durften die Bilder von Palermo in den Katalog und in die Sammlung aufnehmen. Ich habe es ja später vom Redakteur, ich glaube der Wiegand hat mir das einmal erzählt, ich glaube 1978 hat die FAZ das erste Mal einen Künstler, der noch lebt, abgebildet. Mit einem Porträt. Das war der Beuys natürlich. Mhm. Wahrscheinlich, weil wieder irgendein Skandal da war. Da stand der Professor in der Badewanne oder was weiß ich. Haben sie ein Bild von ihm gebracht. Und in Darmstadt hieß ja die Überschrift, da lag der Herr Professor der Länge nach in der Margarine. Ich meine, das hat einen Humor gehabt. Ich nehme es jetzt das gesellschaftlichste Übel. Man kann ja immer schimpfen und sagen, wir sind schlecht behandelt worden oder wir sind übersehen worden. Das sehe ich auch nicht so. Sondern es ist ein Organisationssystem. Wie kann man was aus dem Lokalen ins Überregionale bringen? Ja? Und das ist ja nicht eine Ware, wo alle Leute den gleichen Standard erwarten. Also ich verkaufe keine Hotdogs oder Coca-Cola-Flaschen. Das ist ein ganz anderes Gewerbe. Es hat gedacht. Aber was mich ein bisschen wirklich irritiert hat, war, dass die Geldbeutel, die so, nie haben's, da war keinerlei Intelligenz vorhanden. Wir haben einmal 1964, das hat da einer geschafft, die Marlboro-Galerie hat Schaum vom Mund gehabt, haben wir eine Ausstellung umgeleitet, die eigentlich nur für Kunstvereine in Deutschland vorgesehen war. Das hat der British Council finanziert. Und da war drin Bacon, Hockney, Alan Jones, und also so diese jung britische Art. Das war eine bezaubernde Ausstellung, kann ich sagen. Wir hatten die vier Papstbildnisse. Ein Papstbildnis hat 1964 80.000 Mark gekostet. Und da hat immer in Mannheim schon eine Bacon-Ausstellung hinter sich gehabt, die Kunsthalle Mannheim. Mhm. Und Arnold Gehlen hat über den Bacon schon einen Aufsatz geschrieben. Da hat es niemanden gegeben, der der Pinakothek in München gesagt hat, wir haben in München genug reiche Leute, gell? Mhm. Hätten die sagen können, okay, das kaufen wir für die Pinakothek. Da musste erst der Engelmann, Jahre später, durch einen Herrn Barreis erzogen und durch einen Galerieverein, die haben dann einen Bacon kaufen dürfen für München. Mhm. Aber da, verstehst du, es ist ja nie was gegangen letztens. Und Ströhr muss, der hat wieder in die Pfanne gehauen, oh, der Ströhr ist alter Nazi und was weiß ich. Da haben sie den Beuys fertig gemacht. Irgendein Depp hat ein Buch über Beuys geschrieben, wo der Beuys nur ganz schlimm beschimpft wird. Und der Ströhr, der kann ja einen Brief geschrieben haben an die Nationalsozialistische Partei, dass er gerne den Zweiten Weltkrieg zieht. Ja, da muss man dazu sagen, er ist ein kleiner Mann gewesen, ein sehr kleiner Mann. Mhm. Und er war ja eigentlich eher für den Ersten Weltkrieg gedacht gewesen, nicht für den Zweiten Weltkrieg. Und er war der Chef von der Weller im Vogtland. Es war die tiefste Provinz. Und ich nehme an, er war an der Hauptmannsuniform interessiert. Und ich habe Militär, nicht an Adolf Hitler, nichts. Und den haben sie aber fertig gemacht. Der Ströhr hat in Darmstadt die Darmstädter Bahnhofsgespräche initiiert. Da gab es ja so einen Kunsthistoriker in München.
wie ist dieses Buch, was er geschrieben hat? Verlust der Mitte oder was weiß ich. Das ist ein sehr berühmter Mann. Man merkt, dass ich 76 Jahre alt bin, ich weiß, Seidel, gell? Ist das ein Seidel? Na, für wen hoffentlich ist das? Die haben Dieter Köpplin, der hat in die Wolle gekriegt wegen dem Mann. Es war ein Reaktionär, wie im Buch stand. Es gab ja nach dem Krieg eigentlich nur positive Stimmen. Zum Beispiel der Baumeister da in Darmstadt gesprochen. Diese Vorträge müssen die Leute mal heute lesen. Das ist ein richtiger Kunst- und Kulturkampf gewesen. Die wurden eine Bresche schlagen. Und das hat sie eigentlich nichts gerührt. Es hat in Köln, die N.E. Abels und solche Leute haben dann nach dem Krieg Geschäfte gemacht, weil unsere Industriellen ja dann halt wieder internationalen Besuch bekamen mit ihren Geschäften. Da wollten die im Wohnzimmer nein an über den Kamin hängen. Weil dann hat kein Mensch gefragt, bist du Nazi gewesen oder nicht. Na, genauso haben sie französische Künstler an die Wand gehängt, Mathieu oder irgendwas anderes oder Soulage. Also, verstehst du? Das war dann, dem haben die immer genug Geld gehabt, das war halt ihnen egal. Die konnten sich das leisten, haben umdekoriert. Mhm. Das ist eine reine Umdekorierung gewesen. Aber es ist in dem Sinn keine Sammlerei gewesen. Mhm. Und dann kam ja Gott sei Dank der Ludwig auf. Und dann, wir haben mit der Sammlung Ströer in Darmstadt dann mindestens 6, 7 Sammlungen inauguriert, die dann auch tatsächlich international zum Vorbild waren für andere Museen. Du hast ja in Darmstadt nur den Beuys-Block gesehen, gell? Mhm. Schade, dass ich das nicht sage. Und dann sage ich dir noch was, also jetzt muss ich wirklich mal, jetzt haue ich doch mal drauf. Ich habe eine Sammlung in Darmstadt zusammengestellt für die Familie Ströer. Für die Pop-Art-Sammlung habe ich $425.000 bezahlt. Das war damals mit D-Mark umgerechnet ungefähr 1,8 Millionen. Das war auch noch kein so ein Riesenbetrag gewesen, weil die waren ja Milliardäre letzten Endes, solche Leute. Und dann hat für den Beuys auch noch ein paar hunderttausend Mark hingelegt. Und der hat ja fleißig nur nebenbei Kunsthandel betrieben. Ich glaube, dass ein Ströer eigentlich seine Sammlung gar nichts gekostet hat. Wenn man einen Buchhalter mal in die Firma reinbringt und nachschaut, was der wirklich investiert hat, dann hat er eigentlich ein Geschäft gemacht. Und nicht. Aber dann hat mit der Larry Gagosin in New York einmal auf den Arm genommen. Sagt er, du hast doch die Sammlung Ströer da für den Ströer gemacht und so. Sagt er, was glaubst du, was du jetzt, wenn ich das, den Tageswert der Sammlung durchrechnen kriegen würdest? Sag ich, also, ich habe gedacht, 400, 500 Millionen, weil der hat doch ein Liechtenstein drin. Sagt er, nee, das ist nicht gewaltig. 1,5 Milliarden wäre das jetzt wert. Da hatten die in Darmstadt eine weltberühmte Sammlung mit erstklassigen Bildern, haben die wunschlos ziehen lassen. Also die ist ja zerschlagen worden. Dann haben sie einen Beuys-Block mit Ach und Krach erworben, dass er in Darmstadt bleiben konnte. Da habe ich aber erst, das habe ich eigentlich dadurch erreicht, da gab es schon einen Dr. Marx, der hat bei mir angefangen zu sammeln. Später hat er dann mit Heiner Bastian alles fortgemacht. Und ich habe an Marx gesagt, weil der Marx hatte schon ein bisschen was von Beuys über Heiner Bastian erworben. Und dann sage ich, Herr Marx, Sie kaufen jetzt den Block Beuys. Und dann, was? Was? Ja. Was reden Sie mit mir? Ja, also. Ja, kann ich jetzt das zu Ende reden oder nicht, Maria? Was? Plapper doch nicht einfach rum. Was weiß ich denn? Warte, der Heiner wartet draußen. Ja, auf wen? Auf mich? Ja, dann der fährt da ohne den Klaus, wenn er nicht kann. Ja, dann müssen wir abbrechen. Also, der Marx hat auf jeden Fall gesagt, der kann nicht. Dann gab es einen Ministerpräsidenten in Stuttgart und so. Auf jeden Fall, irgendwann hat es gelungen, es für 15 Millionen verkauft worden. Nach Darmstadt. Auf Wiedersehen, tschüss. Das ist ja furchtbar. Gib jetzt Gas. Ich könnte jetzt stundenlang dir zuhören. Ja, aber ich konnte nicht ändern. Maria.